Könnte man den Tunnel nicht einfach über der Kreatur zusammenbrechen lassen? Die kleine Dreckfresse seid doch hier die Wühlmäuse. Warum begrabt ihr es nicht selber? Nehmen wir mal die 1. Der Tunnel wird tatsächlich zusammenbrechen, da sind wir sicher. Aber ungewiss, ob die Bestie jetzt, wo sie erwacht ist, dadurch auch wirklich sterben wird. Erwacht? Bitte sagt mir, dass ihr damit das Erwachen aus einer Art Winterschlaf meint, nicht aus dem Jenseits. Wie ich sagte, es ist eine Bestie aus unseren Träumen oder Albträumen, wenn ihr das lieber hört. Sie stammt nicht aus dem Fels, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Das hier ist eindeutig, jetzt sollte ich euch mitteilen, was ich von euch benötige. Ja, sie töten und begraben, leicht gesagt, aber was kriege ich dafür? Nehmen wir mal die 1. Ich höre aber, bedenkt, dass wir nicht die reichsten der Granitheime sind. Wir stehen ständig unter Druck, weil die Drow so nah sind. Ich verlange keine Bezahlung, wenn ich anderen helfe, aber ich bin auf der Suche nach zwei Leuten von der Oberwelt, die hier durchgekommen sind. Das ist mir egal, ihr werdet mich bezahlen und ihr werdet über zwei Oberweltleute berichten, nach denen ich suche. Nehmen wir die 1. Andere Leute von der Oberwelt? Ah, ich weiß von ihnen, aber es wird euch schwerfallen, sie zu finden. Sie sind durch die Stadt der Drow gegangen, Usnatter. Bevor ihr fragt, vielleicht weiß ich einen Weg in die Drow-Stadt. Ja, ich kenne ein Wesen, das euch helfen könnte. Es konnte euch sicher hineinbringen, aber danach werdet ihr bestimmt tot. Wenn ihr das Risiko auf euch nehmen wollt, werde ich euch gerne den Weg dorthin zeigen. Die große Treppe führt direkt zum Drachenhort. Es ist der schwärzeste aller Tunnel, aber auf der anderen Seite ist es herrliches Licht. Ihr selbst erwähnter Name ist Edelon, doch werte Dame wird ihr auch gefallen. Zeigt Respekt und ihr werdet ebenfalls respektiert. Ich brauche euch nicht, wenn sie von den beiden weiß, die ich suche und einen Weg kennt, wie ich zu ihnen gelange. Wenn sie so mächtig ist, warum holt ihr sie nicht zur Hilfe? Warum wollt ihr mich? Was für eine Sorte Wesen ist diese Aldernon? Ist sie auch ein Zwirfner blind wie ihr? Meine Güte, nein, sie ist ein Geschöpf von großer Schönheit, wie ihr hoffentlich erkennen werdet. Sie pflegt ganz besonderen Umgang, mehr als andere ihrer Art. Ich bin sicher, sie wird eure Belange ernst nehmen, wenn ihr euch höflich verhaltet, aber ich fürchte, ich muss euch den Zutritt verwehren, bis die Angelegenheit meines Dorfes erledigt ist. Wir werden dennoch helfen, bitte denkt immer daran. Der Durchgang zu ihrem Hort ist gegen Eindringlinge geschützt durch eine von ihr selbst entwickelte Kraft. Es ist die schwärzeste Dunkelheit, die sogar die Drow eintreten hindert. Das ist die Tür da hinten. Wenn ihr die Bestie der Kaverne erledigt, werde ich euch einen Lichtstein geben, der die Dunkelheit im Tunnel vertreibt. Ich trage ihn immer bei mir, aber für diesen Dienst werde ich ihn euch gerne geben. Ja, das zu fahren war ein Fehler. Nein, ich werde helfen, aber ihr werdet mir mehr als das dafür geben müssen. Das finde ich angemessen. Wohin muss ich gehen, damit ich eure Bestie töten kann? Ich bin froh über eure Entscheidung. Der Durchgang ist im Nordosten, bewacht von einer meiner besten Breschenschläge. Er wird euch passieren lassen. Nehmt diese magische Schriftrolle der Steinverformung. Sie hat eine magische Verbindung zum Gestein der Höhle. Wenn die Bestie tot ist, benutzt sie, um die Höhle einstürzen zu lassen. Ich werde anschließend für alle Zeiten eine verbundene Zone daraus machen. Danke, Talisa. Ihr wisst gar nicht, was ihr Gutes getan habt. Nun gut. Ja, das müsste das dann da oben sein. Also das hier hinten. Weil das ist die Höhle, die wir nicht betreten können. Und das hier ist eine Sackgasse. Ja? Ich wurde von der erteilten Erlaubnis unterrichtet. Ihr dürft zu den Tiefen passieren, wenn ihr wollt. Doch ich mache mir Sorgen wegen der Gefahr, die euch dort erwarten mögen. Ja, wir können uns erstmal das angucken. Wobei ich mir auch gerne die Tunnel vorher angucken möchte. Und mich um den da kümmern. Weil eigentlich klingt es so.
Ja, Höhle nördlich. Das müsste eigentlich das hier sein. Weil das ist nördlich vor dem Bürgerlager. Mal gucken, wenn ich Freiheit zaubere, ob das da den Magier befreit und nicht den Lich, der da drin gefangen ist. Oh, da Für liegt die übrigens noch Stimmen, ein jawohl. Panzer. Wie ihr wünscht. Also gut, Timon, sprich mal Freiheit. Ist was los? Manus und Entis Paar. Nicht noch einmal. Ich werde nicht wieder verlieren. Ich war, was immer ihr wünscht. Ach, hier war er eingekerkert. Ah, danke, dass ihr mich befreit habt. Ich war mir sicher, dass es mein Schicksal sei, hier für immer eingesperrt zu bleiben. Ich war nie glücklicher, mich geirrt zu haben. Ich stehe in eurer Schuld. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig von uns sehen. Ich hatte große Pläne, ehe ich so grob unterbrochen wurde. Wen habt ihr hier bekämpft? Ihr müsst nach wertvollen Schätzen suchen, wenn ihr es bereitwillig riskiert, hierher zu kommen. Ich bin ein Teil dieser Pläne, ob euch das nun gefällt oder nicht. Das ist mein Preis für eure Rettung. Wen habt ihr hier bekämpft? Dessen bin ich mir selbst nicht sicher, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ich wahrscheinlich einfach einen Einheimischen mit meiner Unkenntnis der hiesigen Sitten beleidigt habe. Das Ziel, das ich vor Augen hatte, könnte mich geblendet haben. Trotzdem muss ich fortführen, was ich angefangen habe, und ich würde dies mit eurer Hilfe tun, wenn ihr einverstanden seid. Ich werde es mir überlegen. Lass mich zu Ende reden. Ich bin sicher, dass ich euch verlocken kann. Der Gewinn ist groß, aber ihn zu ergattern ist schwierig. Dieser Punkt ist winzig und vorsichtige Zaubersprüche könnten eine Lücke in die Mauern zwischen den Dimensionen schlagen. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht mal einen wertvollen Zauber entdecken, wenn man weiß, wo man es zu suchen hat. Wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet, wäre ich euch dafür auf ewig dankbar. Dort würde es Gegenstände genug für uns beide geben. Was braucht ihr von mir? Ich will gar nicht darum herumreden, es wird einen Kampf geben. Ich dachte, ich sei darauf vorbereitet, aber mein Versagen hat gezeigt, dass ich falsch lag. Mit eurer Hilfe sollten diese Dinge besser laufen, obwohl eure erste Aufgabe viel weniger gefährlich wären. Ein paar Botengänge. Ich bin kein Botenmädchen. Banale Aufgaben sind mir nicht fremd. Das hört sich auf Anhieb so an, als ob es unter meiner Würde wäre. Nehmen wir mal das. Ich entschuldige mich dafür, dass ich etwas vorgeschlagen habe, das euch erniedrigen würde, aber auch die größten Pläne haben kleine Fehler. Ich kann hier bleiben und mit einleitenden Zaubersprüchen beginnen, aber die echte Dimension durchbrechenden Zaubersprüche kann ich nicht ohne die in meinem Buch der Ritual verzeichneten Verfahren beschwören. Ich glaube, es wurde mir weggenommen, nachdem ich eingekerkert worden war. Da waren Zwirbelbinnen, die beobachteten, in welche Situation ich geraten war. Vielleicht haben sie es genommen. Ich kann ihnen das nicht übel nehmen. Ich bin sicher, dass es so aussah, als ob ich für immer verloren sei. Dann werde ich euer Buch der Rituale holen. Wohin mögen sie es wohl gebracht haben? Ich meine, dass es im Norden ein Dorf der Zwirfnäppli gibt. Vielleicht haben sie meine Sachen dahin gebracht. Wenn ihr hingeht, dann sagt ihnen, dass sie alles behalten können, bis auf das Buch. Danke, wenn ihr irgendwas tun könnt. Ich werde am Portal des Erdelements sein und die Gegend mit kleinen Zaubersprüchen weichklopfen. Oh, ihr habt es so Waffe gewollt. Ist völlig Wirkung. Nächstes Mal. Ja, gehen wir mal kurz alles durch. Also das mit dem verlorenen Magier haben wir jetzt. Ach nee, das ist jetzt hier unterledigt. Nee, das ist die aktualisierte Sache. Ich habe Vital aus seiner magischen Einkerkerung befreit. Er war auf der Suche nach einem geheimen Schatzort, der sich in einer anderen Dimension befindet. Ich soll sein Buch der Rituale finden. Er meint, dass es sich im Besitz der Swiftby befinden müsste. Die Tiefengnome haben ihr Dorf nördlich von hier. Das war das gerade. Und dann habe ich hier. Ich habe mich mit Tante Daggelfoot unterhalten, einem Ladenbesitzer der Stadt der Tiefengnome. Sein Sohn Bedlin Daggelfoot
ist nun schon seit etlichen Tagen verschwunden. Ich werde meine Augen offen halten, aber leider gibt es keinerlei Hinweise. Ich habe mit Goldander Schwarzfels gesprochen, dem Fürsten des Swirfneblin Dorfes. Er weiß von einer Möglichkeit, wie ich in die Stadt der Dwarf gelangen könnte. Ich soll mir die Hilfe eines mächtigen Wesens namens Adalon sichern, das seinen Hofstaat am Fuß der großen Treppen unterhält. Goldander hat mich gebeten, seinem Dorf einen Dienst zu erweisen. Ich soll ein Wesen zerstören, das die Swirfneblin bei ihren Bergbauaktivitäten in einer tiefer gelegenen Höhle unbeabsichtigt freigelassen haben. Als Gegenleistung würde er mir Zugang zu Adalon verschaffen. Er wird mir einen Glühstein geben, damit ich die Dunkelheit überwinden kann, die ihre Lagerstätte schützt. Zuerst muss ich jedoch das seltsame Untier töten, das die Tiefengnome bedroht und die Höhle, in der es haust, mit Hilfe einer Schriftrolle Steinverformung zum Einsturz bringen. Nein. Auf dich habe ich jetzt gerade keine Lust. Oder kommst du? Ne, du kommst nicht. Okay. Ja, ist jetzt echt die Frage, was versuche ich zuerst? Den Lichtweich zu klopfen? Das dürfte am einfachsten sein. Was heißt am einfachsten dürfte? Ich bin bereit. Minsk und Bo, allzeit bereit. Die Pflicht ruft, ich verstehe. Fort nur. Schutz vor Lebenskraftentzug, Todesschutz. Was kann ich tun? Hast, da ist Hast. Ja. Ja, beschwöre einfach meine Phantomklinge. Sprecht frei heraus. Dann brauche ich noch meine Verteidigungskoordination. So, bis der auftaucht, ist alles wieder abgeklungen wahrscheinlich. Folgt nur. Okay, okay. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja, Hira, sprich mal schnell eine Insektenplage auf ihn. Muss wohl was an. Nicht mal ein. Ja, jetzt klingt alles ab. Stimmt, Kreatur. Ich brauche Heilung. Ich warte, natürlich. Das tut so weh. Oh, Furcht hätte ich noch gebraucht. Ich war schon erledigt. Kein Problem, ich habe ja keinen Furchtbann hier bei ihr. Aber einen Furchtbann bei ihr. Ja, aber gerne. Spätzünder Feuerball und Zauberzeug werfen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Braucht ihr etwas? Vital.
Ich bin Mortis. Mortis. Vita. Mortis. Mortis.